Schon vor einigen Monaten hat Insta360 mit dem Power Selfie Stick, ein Invisible Selfie Stick mit integrierter Powerbank und einer Fernbedienung für die Insta360 One X2 sowie für die aktuelle Insta360 X3 auf den Markt gebracht. In diesem Video zeige ich dir nicht nur die wichtigsten Vor- und Nachteile des Power Selfie Sticks, sondern ich erkläre dir auch, warum dieser Selfie Stick meiner Meinung nach einen echten Mehrwert bietet, aber auch, warum er ein großes Problem mit sich bringt. Im eingeschobenen Zustand, also so wie ihr ihn hier seht, hat der Power Selfie Stick eine Länge von ca. 33 cm. Und damit ist er im Packmaß nur unwesentlich größer wie der Invisible Selfie Stick der ersten Generation. Vergleicht man ihn allerdings mit dem Invisible Selfie Stick der aktuellen zweiten Generation, dann wird der Größenunterschied zwischen beiden Modellen allerdings doch schon ziemlich deutlich. Der gummierte Griff liegt super in der Hand und die Verarbeitung ist, so wie wir es bei Insta360 gewohnt sind, eigentlich absolut tadellos. Auch hier befindet sich am unteren Ende ein 1/4 Zoll Gewinde, um dort beispielsweise einen Standfuß oder andere Erweiterungen montieren zu können. Der Name Power Selfie Stick leitet sich letztendlich vom im Handgriff verbauten 4500 mAh Akku ab, der jederzeit über einen seitlich angebrachten USB-C-Anschluss nachgeladen werden kann. Den aktuellen Ladezustand könnt ihr auf Wunsch über die Akkutaste sowie die im Bedienteil integrierten LEDs abrufen. Das Gewicht des Selfie Sticks liegt ohne Kamera bei ca. 280 Gramm und die maximale Traglast gibt Insta360 mit ca. 300 Gramm an. Das Ganze ist also wirklich eher für Action-Cams oder wie gesagt für 360-Grad-Kameras konzipiert. Die Länge im ausgezogenen Zustand beträgt 1 Meter und damit ist der Power Selfie Stick ca. 12 cm kürzer wie die Invisible Selfie Sticks der Generation 1 und 2. Das macht sich in der Praxis allerdings kaum bemerkbar. Wer mehr Abstand zwischen sich und der Kamera haben möchte, dem empfehle ich einen Blick auf die verlängerte Version des Insta360 Selfie Sticks. Die könnt ihr nämlich zwischen 33 cm und 3 Metern stufenlos ausziehen und alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle auch den etwas ungewöhnlichen Kopf des Power Selfie Sticks. Hierin befinden sich nicht nur rechts und links jeweils eine USB-C-Buchse, über die später die Verbindung zur Kamera hergestellt wird. Die Befestigung der Kamera erfolgt auch mit einer speziellen Rändelschraube. Und ja, das macht das Aufsetzen und Verbinden der Kamera doch wesentlich einfacher und komfortabler wie bei anderen Selfie-Sticks, wo ich immer die Kamera drehen muss, den Selfie-Stick drehen muss. Also das ist wirklich eine sehr bequeme Variante. Und auch wenn ich glaube, dass diese hier verbaute Lösung eher technisch begründet ist, weil hier drin eben auch die ganze Elektronik ist, würde ich mir wünschen, solche Rändelschrauben in Zukunft auch in anderen Stativen und Selfie-Sticks zu finden. Ist die Verbindung zwischen Selfie-Stick und Kamera einmal über das USB-C-Kabel hergestellt, startet automatisch der Ladevorgang und ihr habt anschließend die Möglichkeit, die Kamera über das Bedienfeld einzuschalten, auszuschalten oder eure Aufnahme zu starten oder zu beenden. Ganz wichtig, verwendet bitte ausschließlich das mitgelieferte USB-C-Kabel. Das ist in der Länge halt so gewählt, dass es sich immer im toten Winkel zwischen den beiden Linsen befindet und somit ist es in der späteren Aufnahme nicht zu sehen. Das Ganze wird also invisible. Und von daher achtet drauf, keine Drittanbieter, sondern ausschließlich das beigefügte Kabel verwenden, dann habt ihr auch die beste Aufnahmequalität. Okay, wo liegen denn jetzt in meinen Augen die Vor- und Nachteile des Power Selfie Sticks? Ein erster wichtiger Pluspunkt ist natürlich die verlängerte Laufzeit durch den hier im Handgriff verbauten 4500 mAh Akku. Die Insta360 One X2, so wie ich sie hier aufgesetzt habe, hat vom Werk aus einen 1630 mAh Akku und das bedeutet, ihr könnt diesen Akku aus dem Handgriff quasi zweieinhalb Mal nachladen. Mit der Initialladung kommt ihr roundabout auf 3 Akkuladungen und damit kommt ihr locker durch den Tag. Also ich setze die Kamera mittlerweile viele Monate ein und ich habe nie mehr wie 1,5 bis 2 Akkuladungen gebraucht. Das heißt, ausreichend Kapazität bietet dieser Handgriff allemal. Da braucht ihr euch also um Energie keine großen Sorgen mehr machen. Ein weiterer wichtiger Pluspunkt ist natürlich auch das Bedienfeld oder die Möglichkeit, die Kamera fernzusteuern. Gerade bei 360-Grad-Kameras arbeitet man ja in der Regel immer etwas auf Entfernung. Sprich, man schaltet die Kamera ein, man zieht den Selfie-Stick aus und macht seine Aufnahmen, dann zieht man den Selfie-Stick wieder ein und schaltet die Kamera aus. Somit habt ihr am Ende und am Anfang eurer Aufnahmen immer ein wenig totes Material, was ihr eigentlich nicht benötigt und was ihr immer rausschneiden müsst. Und dieses tote Material belegt zum einen natürlich Speicherplatz auf der SD-Karte, was bei 4K oder 5,3K Aufnahmen natürlich nicht wenig ist. Und zum anderen
benötigt die Erstellung dieser unnötigen Aufnahmen natürlich auch Zeit und somit Akkukapazität. Und daher bietet euch die Fermium die Möglichkeit, wesentlich effektiver zu arbeiten. Und das ist in meinen Augen schon ein deutlicher Pluspunkt. Ein richtig fetter Minuspunkt ist in meinen Augen jedoch die Tatsache, dass dieser Selfie-Stick in keinster Weise wasserfest ist. Er verfügt über keine Zertifizierung oder sonst was und ist sogar noch schlimmer, als man denkt. Insta360 weist sogar auf seiner Webseite darauf hin, dass dieser Selfie-Stick an keiner Stelle irgendwie mit Flüssigkeiten in Berührung kommen darf und man soll ihn auch nicht im Regen nutzen. Und das schränkt die Verwendung natürlich ein wenig ein. Ich vermute, das Ganze liegt einfach daran, dass die Anschlüsse hier offen sind und ich weiß nicht, wie die Übertragung der Signale im Inneren der Elemente ist. Vielleicht kann hier Wasser reinlaufen, das führt zu Problemen. So oder so, hätte ich mir gewünscht, dass ich diesen Selfie-Stick genau wie die Kamera auch unter allen Wetterbedingungen nutzen kann. Sollte man den Insta360 Power Selfie-Stick denn jetzt trotz dieses naja nicht unerheblichen Nachteils kaufen? Meiner Meinung nach eindeutig ja. Denn der Power Selfie-Stick spart in erster Linie viel Zeit und er macht das Arbeiten mit der Kamera wesentlich effizienter. Gerade in Vlog-Situationen oder auf Reisen ergeben sich immer wieder Momente, wo die Fernbedienung einfach ihre Vorteile ausspielt. Darüber hinaus entfällt durch den Power Selfie Stick auch das lästige Wechseln des Akkus, weil die Kamera eben permanent während eurer Arbeit vom Selfie Stick nachgeladen wird. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich schon in der Situation war, dass ich eine Timelapse oder eine Hyperlapse aufnehmen wollte und der Akku mal wieder nur 10% angezeigt hat. Und solche Situationen bleiben euch durch den Power Selfie Stick natürlich erspart. Mit knapp 80 Euro ist der Power Selfie Stick natürlich erstmal teurer wie ein ganz normaler Selfie Stick. Aber ihr müsst auch schauen, was ihr dafür geboten bekommt. Ein Ersatzakku für die Insta360 One X2 liegt schon alleine bei 40 Euro. Ihr habt hier quasi zwei Ersatzakkus drin, dazu einen hochwertig verarbeiteten Selfie-Stick und obendrauf noch eine Fernbedienung. Das ist in meinen Augen ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. GoPro-Nutzer müssen hier übrigens wesentlich tiefer in die Tasche greifen, denn der GoPro Voltra Grip, also quasi das Gegenstück für GoPro-Kameras, liegt aktuell, glaube ich, bei 130 Euro und das sind nochmal 50 Euro mehr, was echt eine Ansage ist. Darüber hinaus hat Insta360 natürlich auch regelmäßig entsprechende Rabattaktionen. Da habt ihr die Möglichkeit, auch mal 10 oder 15 Euro auf diesen Stick zu sparen. Einen Link zu solchen Aktionen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt das einfach mal aus, wenn ihr da Bedarf habt. Der Power Selfie Stick macht natürlich allein wenig Sinn und daher schau dir jetzt im Anschluss gerne noch an, welche Erfahrung ich mit der Insta360 One X2 gemacht habe.